und haben jetzt den Tagesordnungspunkt 43 als den nächsten auf der Agenda. Der ist interfraktionell eingereicht worden. Deswegen die Frage, wer ihn vorstellt. Da es auf Kopfburgen der AfD ist, gehe ich mal davon aus. Bitte schön, Frau Dr. Schöps, wenn Sie vielleicht zunächst noch gleich den Änderungsantrag mit einzubringen, dann haben wir noch einen Ersetzungsantrag der CDU, den wir danach mal vorstellen könnten, und dann steigen wir ein in die Diskussion. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, innen im Saal und außen natürlich am Livestream. Sehen Sie, ich kann es auch, aber ich interpretiere es anders. Also ich beziehe mich jetzt auf die Fassung unseres Antrages aus dem Ältestenrat. Wir haben ja da noch so ein bisschen was dran justiert und der gilt damit jetzt als eingebracht. Also wenn Sie als Stadtrat oder als Bürger sich mit den Schriftstücken der Stadtverwaltung auseinandersetzen, dann werden Sie sehen, dass da immer mal so ein Doppelpunkt oder auch ein Sternchen mitten ins Wort reinrutscht. Und wenn Sie manchmal einem Vertreter, Achtung, generisches Maskulinum, der Stadtverwaltung zuhören, dann redet er immer so eigenartig, dann macht er immer so eine Pause und dann denkt er kurz nach und dann sagt er plötzlich innen. Und Sie sind als Frau, was meint denn der jetzt damit? Na, innen, ich hänge da irgendwie als Anhängsel hinten dran, ist irgendwie alles seltsam. Genau das, was ich es geschildert habe, so mag es auf manche Bürger wirken, bezeichnet man als Gendern. Für mich ist das eine Verhunzung unserer deutschen Muttersprache. Sie erschwert das flüssige Lesen genauso wie das Zuhören, wenn jemand so spricht oder was vorträgt. Und denken Sie mal an Behinderte oder Menschen, denen es Lesen oder denen der Sprachverständnis schwerfällt, weil sie entweder behindert sind oder eben Deutsch erst neu lernen. Die müssen noch große Probleme haben, diese Texte überhaupt zu durchdringen. Bezogen auf das konkrete Leben von Frauen, so wird da hier immer behauptet, bringen Sternchen, Doppelpunkt und auch das Bin-I überhaupt nichts. Das ist Selbstbetrug. Sie verhindern weder Gewalt, weder Diskriminierung und schon gar nicht ganz schlimme Verbrechen, wie zum Beispiel Zwangsehen oder auch Genitalverstümmelung, was es in Deutschland ja leider auch gibt. Ich dagegen verwende in meinen Reden in der Regel das generische Maskulinum. Und zwar völlig diskriminierungsfrei und ich meine damit alle Geschlechter, egal wie viel Sie denken, dass es davon gibt. Und da fragt man beispielsweise bei Lehrern, Bürgern oder Stadträten nicht, ist das jetzt ein Mann oder ist das jetzt eine Frau, da spielt doch das Geschlecht überhaupt keine Rolle. Wenn ich hier 5 Minuten spreche, ist das völlig egal, ob ich Mann oder Frau bin, ich habe das Recht, wenn ich im Stadtrat gewählt bin, hier 5 Minuten jetzt zu sprechen. Es sollte in unserer heutigen Zeit nämlich keine Rolle mehr spielen, ob ich ein Mann oder ob ich eine Frau oder sonst was bin. Es kommt einfach darauf an, dass ich halt das ausfülle, als was ich in dem Moment gemeint bin. Es sei denn, es ist manchmal ausdrücklich von Bedeutung, ob ich Mann oder Frau oder sonst was, eben ein anderes Geschlecht bin. Ich empfinde es als befremdlich, wenn Frauen zum Anhängsel werden, durch ein Sternchen vom eigentlichen Wort abgetrennt und dann so mit einem Innen hinten rangehängt. Das gefällt mir nicht, das mag ich nicht und da fühle ich mich irgendwie zurückgesetzt. Aber die Anhänger des Genderns, Anhänger, generisches Maskulinum, die lassen sich manchmal auch seltsame Wort-, Um- und Neuschöpfungen einfallen. Denken Sie doch mal zum Beispiel an Radfahrende. Ein Radfahrender hat einen Unfall, kommt auf die Intensivstation, wird behandelt, alles ganz schlimm. Aber irgendwie radfahrend ist er ja auf der Intensivstation nicht mehr, da sitzt er nicht mal im Sattel, dann ist es eigentlich ganz normal ein Radfahrer. Genauso gilt das für Autofahrende, Fallschirmspringende, Schlittschuhlaufende. Das ist eine Entstellung der Bedeutung dieser Wörter, die jetzt einfach völlig anders gebraucht werden, wodurch eben viele zu Missverständnissen führen. Wir halten fest, gegenderte Texte sind hässlich, schwer verständlich, sexualisierend, sinnentstellend und ideologische Augenwischerei. Jetzt komme ich zum eigentlichen Kern unseres Antrages. Eine kleine linke Minderheit aus dem universitären Milieu versucht hier Millionen von Deutschen gegen ihren Willen, Sie kennen ja alle die Umfragen, eine Sprachreform aufs Auge zu drücken und ihnen vorzuschreiben, wie sie zu sprechen, zu schreiben und möglicherweise irgendwann auch zu denken haben. Meine Damen und Herren, Gendern ist damit ein Bekenntnis, ein politisches Bekenntnis
Und wir lehnen dieses Bekenntnis ab und fordern von der Stadtverwaltung weltanschauliche Neutralität ein. Es ist nicht akzeptabel, dass die Verwaltungsmitarbeiter auch vor den Kamm gesperrt werden, den sie vielleicht gar nicht ziehen wollen. Sie werden einfach verdonnert, ihr müsst euch das bekennen, im Sinne dieser linken Minderheit müsst ihr so sprechen und schreiben, eure Texte so verfassen. Das kann nicht sein, so kann man eigentlich mit den Menschen nicht umgehen. Ich finde, Verwaltung sollte neutral sein, sollte sich an den gängigen und akzeptablen Rechtschreibregeln orientieren und keine ideologischen Experimente versuchen. Wenn Sie sich mal die Vorlagen so anschauen, ist das ja auch völlig uneinheitlich. Mancher Geschäftsbereich macht es so, mancher macht es anders und dann ist es wieder durcheinander. Und selbst Sie als Stadträte, Sie können natürlich schreiben, wie Sie wollen, aber selbst in diesen Anträgen der Stadträte ist das völlig unterschiedlich. Manchmal im einen Antrag gibt es Punkt, gar nichts, Sternchen, alles wild. Deshalb wollen wir gerne zu einer einheitlichen, vernünftigen Lösung im Sinne der deutschen Sprache kommen. Und wir haben auch einen Ersetzungsantrag der CDU, zu dem ich dann in der Fraktionsrunde noch mal ausführlich Stellung nehmen werde. Vielen Dank. So, wir haben einen Ersetzungsantrag der CDU. Wir kriegen ein, Frau Arnold, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kollegen Stadträte, liebe Bürger, man kann es nicht oft genug wiederholen, die übergroße Mehrheit der Deutschen lehnt die Gendersprache ab. Seit einer repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP aus dem Mai vergangenen Jahres gab es eine ganze Reihe von Umfragen und Studien, alle mit dem gleichen Ergebnis: mindestens 2/3 aller Menschen in unserem Land lehnen das Gendern ab. Und dennoch wird eine kleine Minderheit nicht müde, einer angeblich gendergerechten und gendersensiblen Sprache das Wort zu reden. Sternchen, Unterstriche, Doppelpunkte im Wortinneren, Binnen-I, die Fülle an orthografisch-typografischen Formen ist der Wahnsinn. Diese Gendersprache ist weder gerecht noch sensibel. Gendern legt den Fokus auf Sekundäreigenschaften, wo eigentlich etwas ganz anderes im Mittelpunkt stehen sollte. Nun, ich gehöre zu der größeren Teil der Frauen, die das ablehnen, die es für sich nicht als gerecht empfinden, jetzt nur noch, ja, ein Schluck auf, ein Anhängsel zu sein. Diese Gendersprache fördert keinesfalls die Gleichberechtigung. Gleichberechtigung, die können nur durch Taten erreicht werden. Ich kann noch so oft von Vorstandsmitgliederinnen oder Lehrstuhlinhabenden sprechen. Dadurch wird keine einzige Frau und kein einziger Transsexueller mehr MitgliederInnen in diesen Gremien. Nun, wir haben keinerlei Zweifel daran, dass Frauen Oberbürgermeister, Bundeskanzler oder den härtesten Job im Siemens-Unternehmen, nämlich Vorstand Energie, erfolgreich ausfüllen können. Es kommt darauf an, was wir tun, nicht welche Worthülsen wir finden, welche Kunstsprache wir verwenden. Eine Stadtverwaltung, sie sollte alle Menschen ansprechen, Männer, Frauen, divers, transsexuell, dick, dünn, Menschen, die aus anderen Ländern kommen, Inländer, Akademiker, aber eben auch Menschen mit einem eingeschränkten Sprachkompetenz. Wir haben es gerade von den Linken gehört, wie wichtig es ist, dass alle Ämter sensibel bereits Barrierefreiheit mitdenken und in ihren Dokumenten darauf achten. Inklusion, das ist uns allen wichtig. Und genau deshalb sollte Stadtverwaltung auf Genderformulierungen verzichten. Die Empfehlungen des Deutschen Rates für Rechtschreibung sind die einzig sinnvollen, gerechten und sensiblen Maßstäbe, um eben genau unsere Sprache in Wort und vor allen Dingen in Schrift so anzuwenden, dass man wirklich alle Menschen damit anspricht. Und es ist wichtig, dass wir
mit der Sprache, die wir verwenden, nicht noch mehr Bürger verlieren, dass viele Menschen distanziert und sich entfremdet fühlen von den Institutionen, die sie verwenden. Wir lehnen das ab als CDU-Fraktion, als Partei. Diesen Gender-Wirrwarr möchten wir nicht. Aber, werte Kollegen der Linken, Sie behaupten, sich mit Ihrem Antrag um unsere Sprache zu sorgen, sind aber offensichtlich damit überfordert, diese angemessen zu benutzen. Punkt 1 Ihres Beschlussvorschlages im ersten Antrag ist eben kein Beschlussvorschlag. Es ist ein rein deskriptiver Aussagesatz in der Stadtverwaltung, gelten Regeln. Nun, es ist ziemlich sinnfrei, dies zu beschließen. In Punkt 2 versuchen Sie offenbar bemüht, humorvoll zu sein, und herausgekommen ist ganz müder Klamauk. Es fehlt nur noch die Anspielung auf Fäkalien oder auf den Geschlechtsverkehr, und Sie hätten das humoristische Niveau des Kollegen Aschebach erreicht. Der CDU-Fraktion ist es aber wirklich wichtig, dieses Anliegen. Es ist uns wichtig, dass die Verwaltung ein konkretes, ein verständliches, einen vernünftigen Umgang mit unserer deutschen Sprache pflegt, aber Ihr Antrag war dazu eben nicht geeignet. Insofern werbe ich um Zustimmung zu unserem Ersetzungsantrag, der es ermöglicht, Frauen, Männer und alle anderen anzusprechen, ohne dafür eine Kunstsprache zu verwenden, die die übergroße Mehrheit der Menschen in unserem Land ablehnt. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke wird das Wort gewünscht. Nein. SPD das Wort gewünscht. Bitte schön, Herr Dres. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich hatten wir nicht vor, diesen AfD-Antrag hier irgendwie noch aufzuwerten. Aber die Debatte zwingt mich dann doch dazu, hier noch mal kurz drei Sätze zu sagen. Ich glaube nicht, dass Gendern ein Bekenntnis ist, sondern Gendern erkennt einfach die Tatsache an, dass es mehr als ein Geschlecht gibt. Und ich glaube, dass der Punkt, warum die AfD hier solche Anträge stellt und solche Reden hält, ist einfach nur, dass sie das nicht wollen. Und damit ist Punkt. Und warum begründen Sie das nicht auch einfach damit, sondern versuchen hier in ganz vielen Schleifen irgendwelche vorgeschobenen sachlichen Begründungen zu finden, warum Sie Gendern unpraktisch, ungelenk oder anders wie finden. Sagen Sie doch einfach, Sie wollen das nie. Mit Blick auf den CDU-Ersetzungsantrag wollte ich eigentlich erst die Frage stellen, ob die CDU wirklich der Meinung ist, einen eigenen inhaltlichen Vorschlag unter diesem Antragstitel, nämlich Schluss mit Genderwahn, stellen zu wollen, weil den Antragstitel kriegen wir hier nicht mehr geändert. Nachdem ich die Rede von Frau Arnold gehört habe, habe ich ein bisschen den Eindruck, ja, sie meinen das wirklich ernst und ja, sie finden sich unter dieser Überschrift wieder. Das finde ich tatsächlich gruselig, wirklich gruselig. Inhaltlich sei zum CDU-Ersetzungsantrag vielleicht noch gesagt, wenn es ein eigenständiger Antrag wäre, hätte er den Ältestenrat nie überlebt, weil er sich nur mit Fragen beschäftigt, die Geschäfte der laufenden Verwaltung sind, Bezug nimmt auf eine interne Dienstanweisung, gehört überhaupt gar nicht zum Geschäft des Stadtrates und es liegt nicht in unserer Zuständigkeit und deswegen eigentlich auch nicht unsere Sache, hier darüber zu beschließen. Aber inhaltlich möchte ich schon noch mal dazu sagen, Sprache schafft durchaus Bewusstsein. Sie ist eben keine Worthülse. Sie beeinflusst, wie Menschen denken, wie Menschen handeln und sie prägt Menschen. Und deswegen sollte Sprache auch tatsächlich Realität abbilden. Und auch wenn das eben manche hier im Rat nicht wollen, ist die Realität, es gibt mehr als das männliche Geschlecht. Und deswegen sollten wir das auch in unserer Sprache abbilden. FDP wird das Wort gewünscht. Nein. Dann mal Dissidenten, Herr Aschenbach.
Hallo AfD. Und heute ist die CDU größtenteils mitgemeint. Schluss mit dem Genderwahn. Sprache muss einfach und verständlich bleiben. So der trollige Titel eures unterhaltsamen Antrags, für den ich euch äußerst dankbar bin. Denn in der Tat gibt es über Sprache einiges zu besprechen. Zunächst muss ich leider erstmal klarstellen, dass Sprache kein starres, homogenes Konstrukt ist. Es gibt weder gesetzliche Kontrollen noch starre Regeln und wenn jemals, tatütata, eine Sprachpolizei vorfährt, freue ich mich auf gnadenlose Alliterationsgefechte, Stilmittelblockaden und die Eskalation orthografischer Gewalt. Die Sprache gibt es nicht. Schriftsprache ist nicht gesprochene Sprache und letztere in weiten Teilen Deutschlands und explizit in Sachsen nicht mal Deutsch. Schreiben lernen nach Gehör, Smiley. Journalisten nutzen eine andere Sprache als Wissenschaftler oder gar Künstler. Politiker bedienen sich oft einer völlig sinnentleerten Sprache aus bedeutungsschwangeren, aber bedeutungslosen Phrasen und Worthülsen und Gewäsch, um den eigentlichen Zweck von Kommunikation, den inhaltlichen Austausch, möglichst zu vermeiden. Jede Gruppe, ja sogar jede Familie pflegt ihre eigene Sprache. Sogar einzelne Individuen haben unterschiedliche Sprachen je nach Ort, Zeit und Gesprächspartner. So echauffiert sich zum Beispiel der CDU-Fraktionsvorsitzende Krüger köstlich, wenn ich auf dem Podium von Arschlöchern spreche, um mich vor der Tür Arschloch zu nennen. Zugegeben, als Opfer einer Alleinerziehenden mit DDR-Sozialisation, fast ausschließlich von Lehrerinnen unterrichtet, von Ärztinnen behandelt, von berufstätigen Frauen umgeben und schließlich von einem weiblichen Kanzler radikalisiert, erschloss ich mir das Konzept Lehrer, Arzt, Politiker und so weiter ausschließlich männlich zu denken lange nicht. Unsere Realität lehrte mich eines Besseren. Das etwas emanzipiertere Frauenbild der Ossis wurde mindestens ebenso schnell und gern über den Haufen geworfen wie die schnuckelige Idee des Volkseigentums. Gender Pay Gap, Führungsfrauenanteil und alltäglicher Sexismus sprechen eine deutliche Sprache. Aber eben nicht jene Sprache, die von der wir hier sprechen und welche immer ein Angebot ist. Jeder kann sich immer aussuchen, welche Sprache er wie benutzt. Und nur totalitäre Systeme sehen das anders. Das beweise ich hier seit 2,5 Jahren. Ob ihr euch nun aus der reichhaltigen Angebotspalette der geschlechtergerechten Sprache bedient oder nicht, bleibt euch überlassen. Nun zum AfD-Antrag. Dieser meint, die Sprache der Verwaltung soll verständlich bleiben. Ich muss nicht ausführen, wie lustig die These, Verwaltungssprache sei verständlich, ist. In diesem Zusammenhang wäre eine Erörterung von Sprache als Macht- und Herrschaftsinstrument angebracht, aber machen wir uns keine Illusion, das würde die meisten hier überfordern. Also ganz einfach. Wer Schluss mit dem Genderwahn titelt, ist doof. Dem Anliegen mittels Sprache, in einer durch und durch patriarchalen Gesellschaft für geschlechtsbezogene Ungerechtigkeit zu sensibilisieren, Wahn zu unterstellen, ist schon eine intellektuelle Herausforderung, die ihr damit untermauert, dass ihr sagt, kognitiv nicht in der Lage zu sein, gegenderte Texte zu verstehen oder zumindest den Bürger für entsprechend minderbegabt haltet. Aber selbstverständlich seid ihr so dumm auch wieder nicht. Ihr verteidigt euer krudes Weltbild, in der alles und jeder seinen wohlgeordneten Platz in den Hierarchien hat und jede Abweichung von der Norm bekämpft werden muss. Welches Pimmelchen fällt euch denn ab, wenn die Verwaltung nicht das generische Maskulinum verwendet? Ich mag ja das inkonsequent angewendete generische Femininum, aber wen kümmert's? Und damit sind wir beim Kern des Ganzen. Andere einfach anders sein zu lassen, ist ein Konzept, das AfD-ern fremd ist, ja widerspricht allem, was ihr seid. Das ist ja das Problem mit euch. Keine Pointe. Als nächste Fraktion Freie Wähler, Frau Dagen. Danke.
Das müssen wir dann der Messe noch beibringen, dass bei, wenn wir tagen, die Durchsagen durch alle Hallen nicht ganz sinnfällig sind. Aber im Moment ist eingestellt. Entschuldigung, Frau Tagen, bitteschön. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lesen ist Arbeit für die Augen und fürs Gehirn. Eine Arbeit, die eine Menge Spaß machen und das Leben bereichern kann. Auch für mich als Buchhändlerin hier in der Arbeit als Stadträtin, denn auch diese Lesewelt ist groß und schillernd. Lesen wir doch mal im Dresdner Arbeitsmaterial Gender Mainstreaming, der Weg zum Ziel. Die Strategie, so lesen wir, deckt gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zwischen den Geschlechtern auf. Und Gender Mainstreaming ist damit ein Instrument, um Gleichberechtigung herzustellen, nicht aber das Ziel selbst. Also darüber ließe sich dann doch länger nachdenken. Gleichfalls finden wir unter 2.4.2 Verwendung geschlechtergerechter Sprache Folgendes: Die durchgängige Verwendung geschlechtergerechter Sprache fand Eingang in die allgemeine Dienstanweisung und ist für alle Beschäftigten der Stadtverwaltung verbindlich. Heutzutage schleudert man dem noch einen Punkt hinterher. Das Ziel von geschlechtergerechter Sprache ist es aber doch, möglichst viele Menschen in der Ansprache zu inkludieren. Doch was häufig übersehen wird, Texte mit Gendersternchen, Unterstrichen oder Binnen-I sind neben den unästhetischen Gesichtspunkten vor allem ein großes Hindernis für Menschen mit Seh- oder Leseeinschränkungen. Und Herr Drews, darauf weisen im Übrigen zahlreiche Verbände hin. In der Taz, ja, also in der Taz schreibt die Autorin Dörte Stein, ich zitiere, die angeblich diskriminierungsfreie Sprache ist auch diskriminierend. Die Sprache absichtlich zu verkomplizieren bedeutet zwangsläufig auch, die Hürde höher zu legen und andere aus dem Diskurs auszuschließen. Schon der Durchschnittsleser stolpert durch gegenderte Texte für Nichtmuttersprachler sowie Menschen mit Einschränkungen ist die Herausforderung umso größer, denn gendergerechte Sprache und leichte Sprache folgen grundsätzlich gegensätzlichen Regeln. Barrierefreiheit war also gestern. Schauen wir mal in den Norden der Republik. Im Dezember letzten Jahres war es der Verwaltung in Bremerhaven verboten worden, Genderzeichen zu benutzen. Und Herr Aschenbach, tatütata, die Koalition dort aus SPD, aus CDU und FDP hatte dort beschlossen, dass die Verwendung, ich zitiere, des Doppelpunkts oder anderer Sonderzeichen als Ausdruck einer gendersensiblen Sprache für unsere Verwaltung abgelehnt wird. Hauptgrund sei, dass diese Zeichen der Barrierefreiheit im Weg stünden. Nach heftiger Kritik hob die Stadt dann den Beschluss allerdings umgehend wieder auf. Man sagte, die unterschiedlichen Reaktionen, augenscheinlich schwer auszuhalten, auf den Magistratsbeschluss haben uns gezeigt, dass der gewählte Weg nicht der richtige gewesen ist. Aber ich frage Sie, was ist denn nun der richtige Weg? Bei all den Diskussionen und deren Auswirkungen, zum Beispiel, ich erinnere an die Ablehnung eines Antrags in einem Stadtbezirksbeirat wegen Unlesbarkeit durch die CDU, und Sie haben vollkommen recht damit, plädieren wir Freie Wähler für das Zurückdrehen einer längst überdrehten Genderschraube, auch hinsichtlich einer Sprachverhunzung, denn gut gemeint ist nicht gut und der Kompromiss, mit dem die deutsche Sprache aufwartet, ist ganz einfach, nämlich die Verwendung des generischen Maskulinums Kollegen oder die regelmäßige Nennung beider Geschlechter, Kolleginnen und Kollegen. Nun gestatten Sie mir als Leserin zu dem Thema aber noch eine persönliche Anmerkung. Die angestrebte Überformung, und ich vermeide das Wort Reform, von Sprache halte ich eben nicht nur für eine Marotte von einer Minderheit. Vielmehr zeigt sich für mich hierbei die symptomatische Zerstörungstendenz des Bestehenden durch eine intellektuelle Mittelmaß mit dem elitären Machtanspruch. Ganz salopp gesagt, damit Sie es verstehen, da werden augenscheinlich Regeln der Orthographie und der Grammatik einfach nicht kapiert und werden durch eigene Regeln ausgehebelt und ersetzt. Diese Anmaßung fußt nicht auf Erkenntnis, nicht auf Tradition, nicht auf Wissen. Sie speist sich aus Bekenntnisdruck, Achtsamkeitskult und Glaubensbezeugung. Und das ist damit sektiererisch. Ich kann nur sagen, rette sich, wer kann. Retten Sie, was hier noch zu retten ist. Und retten Sie vorerst im Verwaltungsbetrieb die deutsche Sprache. Vielen Dank. Thank you.
Weitere gemeldete Redner gab es bisher nicht. Frau Schnelzki, bitte. Ich mache es ganz kurz. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Herr Breuer, gestern ging es hier um die Erzieherinnen und Sie haben moniert, dass Sie als Erzieher dann nicht mitgemeint sein können. So geht es mir jedes Mal, wenn ausschließlich Männer genannt werden und man ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass ich da doch mitgemeint sei. Bin ich nicht. Ich bin eine Frau und ich erwarte, dass man das auch sprachlich abbildet. Nun hat Frau Arnert lang und breit ausgeführt, dass man das ja tun kann, indem man einfach beides nennt. Und beispielsweise auf, ich weiß nicht, Sie hatten ein was mit ND am Ende, also Lehrende oder so verzichtet, das finden Sie unangenehm. Genau in Ihrem Ersetzungsantrag, oder unpassend, aber genau in Ihrem Ersetzungsantrag verweisen Sie wiederum auf die Dienstvorschrift, die wiederum auf eine Handreichung der Landeshauptstadt verweist, die genau darauf verweist, dass sowas doch bitte zu verwenden ist und dass das sinnvoll ist, beispielsweise statt Lehrerinnen und Lehrer einfach Lehrkräfte zu sagen. Kann man machen. Vor dem... Ja, dann habe ich Sie missverstanden, aber mir ist es wichtig, dass man an ganz vielen Stellen die Möglichkeit hat, tatsächlich alle Menschen einzubeziehen, ohne die weibliche und die männliche Form zu nehmen. Was mir noch wichtig ist zu sagen, und hier ging es zuweilen sehr unwissenschaftlich zu, tatsächlich gibt es breite, also Gendern ist keine Meinung, das ist einfach was, das hat was mit Neurologie zu tun, das hat was damit zu tun, wie unser Gehirn funktioniert. Imaginieren Sie mal Polizisten. Machen Sie mal die Augen zu und stellen Sie sich Polizisten vor. Sie werden Männer sehen, Sie werden keine Polizistinnen sehen. Das ist einfach so. So ist unser Gehirn. Wenn Männer genannt werden, sehen wir Männer. Wenn Frauen genannt werden, sehen wir Frauen. So funktioniert die Welt. Und das, dem will gendergerechte Sprache begegnen, indem man sagt, man gibt dem Gehirn sozusagen eine Brücke, man macht mal die Welt auf und man zeigt, da ist mehr als das, wie wir es bisher beschrieben haben. Was mir noch wichtig ist zu sagen, das Ganze ist nicht abgeschlossen. Das wird ja immer so als Ideologie bezeichnet, das ist völliger Quatsch. Es wurde völlig zu Recht gesagt, dass es Diskurse darum gibt, wie man so gendert, dass es wirklich viele Menschen erreicht. Der Doppelpunkt ist da ein gutes Beispiel. Darum gibt es einen spannenden Diskurs, weil nämlich gesagt wurde, technisch ist es besser, den Doppelpunkt zu verwenden, weil das dann auf Webseiten besser ausgelesen werden kann. Es gibt aber auch Diskurse, die genau sagen, der Doppelpunkt ist nicht die beste Variante, man sollte lieber den Stern benutzen. Von daher, lassen Sie uns da einfach offen bleiben dafür, dass die Welt sich verändert. Das ist ja auch was Schönes. Wir entwickeln uns weiter. Wir nehmen Dinge wahr. Es wird bunter, es wird vielfältiger. Lassen Sie uns hier auch offen bleiben dafür, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Mitarbeitende in der Stadtverwaltung bereit sind, eben gendergerechte Sprache zu verwenden, sollen Sie das gerne tun. Wenn Sie sich streng an die Dienstanweisungen halten wollen, sollen Sie auch das gerne tun. Das ist aus meiner Sicht prinzipiell erstmal legitim. Aber tatsächlich, so wie mein Kollege Vincent Treff das auch schon gesagt hat, das als Wahn zu bezeichnen, ist wirklich lächerlich. Vielen Dank, Frau Schanetzki. Eine Wortmeldung von Herrn Breuer. Darf ich gleich von hier? Ja. Okay. Also wenn ich so direkt angesprochen wurde, machen wir eine ganz kurze Grammatikübung für Frau Schanetzki. Das generische Maskulinum, hatten wir heute schon gehört, meint beide Geschlechter. Das ist in der Grammatik so. Und das, was die Frau Frohwieser gesagt hatte, Erzieherinnen, es gibt kein generisches Femininum, was alle meint. Das meint dann wirklich nur Frauen. So. Herr Kiesling, bitte. Herr Kiesling, Sie dürfen. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde geschlechtergerechte Sprache gut. Schon immer übrigens, zumindest schon immer, seit ich politisch gedacht habe, etwa seit der Wende. Dann ist diese Frage nämlich aufgekommen. Bei uns innerparteilich muss man Frauen erwähnen, sollte man das tun, wenn sie da sind. Und ich erinnere mich an Diskussionen in dieser Zeit, wenn eine Frau, Lehrerin üblicherweise oder Trainerin zum Beispiel ganz häufig gesagt haben, ich bin Lehrer oder ich bin Trainer. Und man gesagt hat, du bist doch eine Lehrerin. Dass sie sagen, nein, ich bin Lehrer. Das war damals der Bewusstseinsstand.
Es hat sich weit fortentwickelt. Heute, bei Lehrern immer noch, wir sind immer noch ziemlich konservativ, ganz klar, aber heute ist das schon zumindest ein Nachdenken, viele Jahre später ein Nachdenken. Ich habe in diesem Stadtrat einen interessanten Kampf geführt, eine ganze Weile, einen ganz kleinen Kampf nur. Da ging es, ich war Mitglied im Sportausschuss, darum, dass unsere zentrale Veranstaltung zur Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sportler, SportlerInnen, für diejenigen, die es schon verstehen können, Sportlergala hieß. Sportlergala. Und ich habe dort etwa, ich glaube, 2 Jahre im Sportausschuss jedes Mal gefragt und angeregt, warum heißt das Sportlergala? Da hieß es auf Landesebene schon immer Gala des Sports. Wissen Sie, wann es geändert worden ist? Es ist dann geändert worden, als Helma Orros in dieser Stadt Oberbürgermeisterin geworden ist. Dann plötzlich war an der Spitze Verständnis da, dass es überhaupt gar keine Sprachverhunzung ist, wenn man statt Sportlergala Gala des Sports sagt. So einfach kann es gehen. Das ist geschlechtergerecht. Ja? So. Und wir haben hier eine klassische Auseinandersetzung, die geht so. An dieser Stelle, bei den Progressiven, um einen ganz alten Begriff zu verwenden, wird über einen Missstand nachgedacht. Der Missstand besteht darin, dass das generische Maskulinum eben nicht alle mitmeint. Das ist ein ganz einfacher Grund. Es beschreibt nämlich in der Regel Berufsstände, die früher nur Männern geöffnet waren. Hingegen die Berufsstände, die schon immer für Frauen geöffnet waren, da finden Sie ganz traditionelle weibliche Berufsbezeichnungen. Mitnichten waren im Handwerk, wenn jemand Bäcker oder Schneider war, die Frauen mitgemeint. Es gab nur männliche Bäcker und männliche Schneider. So war das und bei allen anderen Handwerkern auch. Diesen Zustand, der mit dem Imaginieren hier beschrieben worden ist, der ist bis heute in vielen Köpfen vorhanden. Und das ist der Grund, warum das generische Maskulinum eben nicht alle mitmeint. Und das ist der Grund, warum Männer erschrecken, wenn irgendwo das generische Femininum verwendet wird. Und ich glaube, dass diese Suche nach Gerechtigkeit mit Veränderung verbunden auf der einen Seite, bei den Konservativen auf der anderen Seite, auf Ablehnung stößt, schon immer. Und diese Auseinandersetzung ist spannend und zu behaupten, es sei eine Ideologie, ist eine ganz spannende Verdrehung, weil Sie, Rechtsfrau Dragen, machen eine Ideologie daraus, indem Sie vermuten, dort könnte man aus den Übertreibungen bei der Suche nach Veränderung heraus Nektar saugen. Warum sagen Sie Gender Mainstreaming? Ist das eine kleine Verunglimpfung? Können Sie es nicht? Warum sagen Sie dann nicht Gender Mainstreaming? Das ist dann wieder zu doof, ne? Obwohl es doch so beschrieben steht. Schon die Beschreibung von geschlechtergerechter Sprache als Gendern, ist schon Framing. Es geht darum, in der Sprache geschlechtergerecht zu behandeln, mit vielen Varianten, mit vielen Diskussionen. Und Sie suchen sich immerzu die im progressiven Bereich vorhandenen Diskussionen, ob das noch richtig ist oder falsch ist, aus, um aus den Gegenmeinungen und Fokussierung auf die Übertreibung aus dem daraus politischen Nektar zu saugen. Das ist Ihr Problem. Und ich finde das ärgerlich, weil es ist der Sache nicht gerecht. Vielen Dank. Eine weitere Wortmeldung von Herrn Lommel. Ansonsten ist die Rednerliste erschöpft und ich würde danach dann ins Abstimmungsverfahren eintreten. Ja, ich bin also mit. Den Geschäftsordnung, ich hatte Herrn Lommel schon zum Wortmaterial aufgerufen, dann den Geschäftsordnungsantrag. Also ich bin mit Gendersprache schon in der Universität regelmäßig konfrontiert worden. Das war in der Tat häufig eine ideologische Auseinandersetzung, die in der Tat ja eine Sprachhoheit geführt hat, darüber auch über Inhalte. Also so habe ich es immer empfunden, aber das Thema möchte ich hier nicht nochmal aufmachen. Die Argumente sind hier benannt worden. Ich bitte die Verwaltung, unabhängig von dem, allem, was heute beschlossen wird, sage ich mal, als Jurist, der juristische Texte hier lesen muss, aus allen Bereichen. Für mich persönlich sind gegenderte juristische Texte um einiges schwerer als diese alten Texte, die eben teilweise verzichten auf aller möglichen Geschlechterberücksichtigungen. Als Jurist ist diese alte Art der Schreibweise traditionellerweise viel besser zu lesen. Und wenn man wenigstens das mitnehmen könnte, wäre ich schon sehr zufrieden. Danke. Zur Geschäftsordnung, Herr Kaden. Wir machen 2 Minuten aus. Zeit.
So, bevor wir ins Abstimmungsverfahren gehen, seitens der AfD-Fraktion war signalisiert, dass das Schlusswort noch nicht gesprochen war, weil Herr Lommel es nicht so gekennzeichnet hat. Insofern Frau Dr. Schöps zum Schlusswort. Und dann werden wir in der Abstimmungsreihenfolge zunächst den Ersetzungsantrag der CDU-Fraktion, wenn der keine Mehrheit bekommt, den Änderungsantrag der AfD und dann den federführenden Ausschussbericht. Frau Dr. Schöps, bitte. Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich mache mal ein kleines bisschen Geschichte und dann ein bisschen Jura-Geschichte. Und zwar war die Schneiderin vor einigen hundert Jahren nicht eine weibliche Schneiderin, die halt selber geschneidert hat, sondern einfach nur die Frau vom Schneider. Genauso war die Schusterin nur die Frau vom Schuster und auch die Geheimrätin war nur die Frau vom Geheimrat. Ne? Also das war ein bisschen anders mit der Endung in. Und jetzt zum Thema, jetzt rede ich hier vorne, ich habe das Schlusswort, Sie haben dann anschließend keine Möglichkeit mehr. Und jetzt... Und jetzt machen wir noch ein bisschen Jura, das betrifft vor allem die CDU, wurde ja vorhin schon von anderen Rednern angesprochen. Es ist ein echtes Problem, einen derartigen Antrag überhaupt hier einzureichen, denn er betrifft, er kratzt ganz hart an der Grenze zur Organisationshoheit des Oberbürgermeisters. Und deshalb hatten wir so ein bisschen im Ältestenrat und dann auch später ein paar Nachjustierungen vorzunehmen. Und wir haben dann noch einen Änderungsantrag zum eigenen Antrag stellen müssen, um eben dieses Problem auszuräumen, damit der Antrag überhaupt zulässig ist. Und es stimmt auch, wenn Ihr Antrag separat eingebracht worden wäre, wäre er wohl nicht zulässig gewesen. Aber nochmal zum CDU-Antrag. Ja, diese Dienstanweisungen, auf die Sie sich beziehen, schließt zwar formell keine Sternchen und diese ganzen Grausamkeiten, die wir strikt ablehnen, ein, aber sie lässt das Thema so weit offen, dass man doch so eine Sachen dort mit rein interpretieren könnte. Es gibt ja auch die Kurzanleitung geschlechtergerechte Sprache von 2020 von der Gleichstellungsbeauftragten und da steht direkt eine Passage zur Sternchen-Schreibweise drin. Also insofern ist das schon innerhalb der Stadtverwaltung durchaus auch schriftlich vorgesehen, dass sowas in Frage kommen kann. Diese Hinweise und Empfehlungen, die halte ich so ein bisschen für ideologischen Übereifer. Man versucht dann so als unverbindlich dann sowas hinten reinzuschieben, was am Ende die Mitarbeiter dann einfach, weil es halt auf Papier gedruckt ist, dann umsetzen und dann wird halt mutterlos gegendert. Wir sehen das ja, das nimmt immer mehr zu. Und der Deutsche Rechtschreibrat, auf den sich die CDU in ihrem Ersetzungsantrag bezieht, der hat 2018 sich damals nicht zu Sternchen und Doppelpunkt positioniert. Der hat einfach nur gesagt, wir stellen das unter Beobachtung und gucken uns die Sprachentwicklung an. Und jetzt beißt sich natürlich damit die Katze irgendwo in den Schwanz. Denn umso mehr in der Praxis gegendert wird, umso eher kommen die dann zum Ergebnis, ja, ist allgemein gebräuchlich, also können wir es als Regel einführen. Das heißt, wenn wir von vornherein überall drauf dringen, möglichst wenig diese Sonderzeichen, darum geht es uns ja vor allem, anzuwenden, werden die auch irgendwann mal sagen vom Rechtschreibrat, ja gut, benutzt eh keiner, müssen wir auch nie als Regel einführen. Also insofern ist das schwierig, sich dort auf den Rechtschreibrat zu beziehen. Letztlich wollen wir mit unserem Antrag der ganzen Sache einen Riegel vorschieben, denn es ist halt so, wie es im Leben ist. Sie haben ja auch gesagt, Sprachentwicklung, umso mehr gegendert wird, umso größer ist irgendwann die Gefahr, dass wir alle gendern müssen und das wollen wir halt nicht. Die AfD wird dem Antrag der CDU, dem Ersetzungsantrag, trotz allem zustimmen. Ich weiß, wir empfinden das so ein bisschen als eine Flucht nach vorn von Ihnen. Das ist keine richtige Flucht, das ist eigentlich nur, hüpfen Sie nur hinterm nächsten Busch, um sich dort wieder vor Ihren konservativen Wählern dann verstecken zu können. Das ist so ein bisschen Alibi-Antrag, aber trotzdem ist es halt ein politisches Signal, dem wir uns nicht verschließen. Wir machen damit, weil wir einfach das Thema auch irgendwo in der Diskussion hier halten wollen und es ist immer noch besser, man hat den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und ich verspreche Ihnen, wir werden als AfD-Fraktion mit einer schönen Regelmäßigkeit immer wieder dieses Thema hier im Stadtrat auf die Agenda heben. Und Sie können sich frisch machen, sobald es möglich ist, kriegen Sie den nächsten Antrag vorgelegt. Vielen Dank. Wir kommen jetzt, wie eben von mir dargestellt, in den Abstimmungsgang und ich rufe als erstes den Ersetzungsantrag der CDU-Fraktion auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen?
Enthaltung? Dieser Antrag ist bei 31 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt wegen Stimmengleichheit. Und wir kommen damit zum Änderungsantrag, ein Geschäftsordnungsantrag. Geschäftsordnungsantrag, Herr Kaden. Wiederholung der Zählung ist beantragt. Das bedeutet namentliche Abstimmung. Herr Tussmann, bitte sehr. Frau Arnert? Frau Apel? Herr Aschenbach? Frau Barko? Frau Bischofberger? Herr Blödner? Herr Blödner? Ach so, gut. Herr Böhm? Herr Braun? Herr Dr. Brauns, Herr Breuer, Frau Kaspari, Herr Kolditz, Frau Kaspari, Herr Kolditz, darf ich Sie bitten, am Platz zu bleiben und etwas ruhiger zu sein, damit wir das angesichts der schwierigen Akustik ordentlich über die Bühne bekommen. Bitte sehr. Frau Dagen, Herr Dr. Deppe, Herr Dietze, Herr Drews, Herr Engel, Frau Filius-Jene, Herr Fischer, Herr Flemming, Frau Frohwieser, Frau Dr. Geitsch, Herr Genschmer, Herr Gilke, Herr Göhler, Frau Kraul, Herr Hannig, Herr Hans, Frau Hanser, Herr Hase, Herr Hecht, Frau Holowenko, Herr Kaden, Herr Kiesling, Frau Krause, Nils Gröber, Herr Krüger, Herr Lazinski, Leo Lenz, Herr Lichti, Herr Lommel, Herr Löser, Herr Maloney, Frau Marschner, Herr Mattes, Frau Mühlbach, Frau Mühle, Herr Müller, Frau Nikolov, Herr Nietzsche, Herr Pinkert, Herr Rentsch, Frau Scharnetzky, Frau Schewe, Herr Schmählich, Herr Schmidt, Herr Scholbach, Herr Scholbach? Nein. Gut. Frau Dr. Schöps, Herr Dr. Schulte-Wissermann, Herr Schulze, Frau Siebeneicher, Frau Sturm ist nicht da, Herr Vetterlein, Frau Dr. Vogel, Frau Wagner ist nicht da, Frau Walter ist nicht da, Frau Wendt, Herr Wiedemann, Herr Wirz, Herr Zastrow und Herr Hilbert ist nicht da.
Die Wiederholung der Zählung durch namentliche Abstimmung hat das Ergebnis 31 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen ohne Enthaltung bestätigt. Damit ist der Antrag bei Stimmengleichheit abgelehnt. Und wir kommen als nächstes zum Änderungsantrag der AfD-Fraktion. Ich darf Sie um Ihr Handzeichen bitten. Bei dem Änderungsantrag AfD-Fraktion punktweise Abstimmung. Vielen Dank. Das sind zwei Punkte. Dann rufe ich zunächst den Punkt 1 aus dem Änderungsantrag AfD-Fraktion auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie ihm zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Das ist bei 29 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt. Wir kommen zum Punkt 2 des Änderungsantrags. Bitte hier um ein Handzeichen, wenn Sie dem Punkt 2 die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dies ist bei 17 Ja-Stimmen, 46 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Und wir kommen dann zum unveränderten Bericht des federführenden Ausschusses, der eine Ablehnung enthält. Wer also zustimmt, der lehnt ab. Wer stimmt dem federführenden Ausschussbericht zu? Gegenstimmen? Enthaltung? Dies hat bei 34 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 43.